Ja, schönen guten Morgen, liebe Leute. Wie ihr seht, bin ich gerade im Auto. Ja, schönen guten Morgen. Wieder auf Tour. Wetter ist nicht so schön, aber diesmal wurde ich eingeladen. Ich sitze auf dem Beifahrersitz und wenn ich euch mal vorstellen kann, ein Freund von mir, der Stefan. Hallo Stefan. Guten Morgen. Wir sind auf dem Weg zum anderen Freund, dem Hannes, und dann werde ich euch sagen, wohin heute diese Fototour geht. Lasst euch überraschen. Bis dann. Ja, da sind wir wieder. Jetzt haben wir den Hannes eingepackt und ich schwenke mal kurz nach hinten. Hallo Hannes. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wohin geht jetzt die Fototour? Wir wollen mal zum Werbelinsee und da mal trotz ja etwas schlechterem Wetter, aber ist ja egal, sehen, was wir da für Fotomotive einfangen können. Vor allen Dingen, ja, Herbstlaub, hoffen wir, dass er noch da ist. Und dann melden wir uns vor Ort. Bis dann. Angekommen in Eichhorst haben wir jetzt hier schöne Fotomotive. Wir stehen jetzt schon in Eichhorst an einer Schleuse. Die werden wir dann zum Schluss mitnehmen. Wir werden dann dem Stefan erstmal zeigen, wie man fotografiert. Stefan, komm doch ran. Ich habe Kamera dabei. Aber wir werden erstmal Naturfotografie aufnehmen. Da kann ich euch ja mal zeigen, wie cool das hier aussieht. Ich drehe euch mal um. So, da ist zum Beispiel die Location, wo wir hinwollen, den ganzen Weg hoch. Ich glaube, Herbstfarben haben wir noch absolut super, werden unseren Spaß haben. Bis bald. Ja, wie ihr seht, haben wir jetzt schon das erste Fotomotiv dort ganz weit hinten erreicht.
dieser Weg führende Linie. Und am Ende, linksseitig, ist ein schöner alter Baum. Den hast du schon fotografiert, ich Hannes? Noch nicht ganz, aber das Wohnmobil steht im Weg. Also ich habe schon den Weg, diese Linie genommen, aber das Wohnmobil, der klassische Fehler in dem Foto, das weiße, große Fahrzeug, was drin steht. Ja, laufen wir ein Stückchen nach vorne und dann sehen wir auch diesen Baum in seiner vollen Pracht. Bilder blenden wir euch ein. Bis gleich. Ja, oh. So, Stefan, komm runter mit deiner Linse. Was für ein Fotomotiv. Ey, ich würde umbauen. Ja. Hannes, ich würde umbauen. Auf jeden Fall. Guck mal. Lohnt sich. Guck dir das an. Oh, ja. Jetzt kommt da noch ein Boot. Genau, das meine ich ja. Jetzt kommt ein Boot. Ey. Alter, ich hab genau die Äste dafür. Also noch einer hier drauf. Das kracht alles. Pass auf, da. Ist ja. Ja, Freunde, ersten Fotospot, beziehungsweise wir haben ja jetzt schon, wir haben den zweiten, wa? Wir haben den Baum. Genau, den Baum haben wir fotografiert. Jetzt haben wir hier vom Steg mit super Boot, was hier vorbeigefahren ist, fotografiert. Vorhin haben wir erfahren, hier irgendwo soll eine Biberburg sein. Mal sehen, ob wir die noch finden. Hoffen wir mal, dass Stefan seinen Akku noch hält und weiter geht's, wa? Machen wir weiter? Okay. Jo. Fotolocation mit der Brücke. Der Stefan versucht mich da oben zu fotografieren. Der Schlumpf versteckt sich hinterm Pfeiler. Ist das Ding. Ich springe überall die Fische. Ich drehe mal um. Jetzt. Schau. Endlich fertig. Mitten. Die Lahmkröten. Ja. Das dauert. Was los? Das ist ja nicht das Motiv. Ich hab das nur da. Oh, geil. Das ist ja. Guckt euch das an. Jetzt muss ich mal. Ja.
angekommen am Werbelinsee. Haben wir jetzt die letzte Location mit dem Baum im Wasser. Hab schon mal geschaut, ist wirklich noch da. Ich drehe euch mal um. Ja. Da kommt wieder das nächste Fischerboot. Oh. Wir sind auch schon. So. Überall Spiegelung. Mit ND-Filter arbeiten. Alles super. Okay, bis gleich. Ja, die eine Abschlussmoderation war leider aufgrund mal wieder ein Pannenfehler nicht brauchbar, weil war alles auf Timelapse. Mal wieder, juhu, mein Ding. Ja, Werbelinsee, Eichhorst, hat Spaß gemacht, hoffe euch auch. Yeah. Jetzt sind wir auf dem Heimweg. Was sagt das Navi? Dreiviertel Stunde. Wenn Stefan fährt, dann eine halbe Stunde. Nicht am Stern. Nächste Fototour ist geplant. Wann wir Zeit finden, wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall werden wir das nochmal wiederholen. Viel Spaß, wir sehen uns. Stay tuned. Mein Spruch, ein Spruch, unser Spruch geworden. Stefan fährt dann eine halbe Stunde. Nicht am Stern. Ja. Ja. Nächste Ziel haben wir schon ausgemacht.